So gesegneten Sabbat allerseits. Let's open with a prayer. Lasst uns mit Gebet anfangen. Dear Father in heaven. Lieber Vater im Himmel. We want to thank you for this new Sabbath. Wir wollen dir danken für diesen neuen Sabbat. We thank you once more for all your protection throughout the last week. Und wir danken dir ein weiteres Mal für all deinen Schutz während des letzten Woche. And we ask you now to please come and stay with us and bide with us. Und wir bitten jetzt, dass du kommst und seist und bleibst unter uns. That you please do not regard our many sins, but rather your great mercy. Herr, betrachte nicht unsere vielen Sünden, sondern eher deine große Gnade. And that you please have mercy and pity in your heart towards us. Und bitte erbarme dich und hab Gnade mit uns, Herr. And that you please come and teach us now your word. Und bitte kommt und lehre uns dein Wort. And that you open this wonderful well of water to our thirsty souls. Dass du diese wunderbare Brunnen des lebendigen Wassers unsere durstigen Seelen auftust. And that you please rebuke Satan on our behalf. Dass du den Satan tadeln mögest unseretwillen. And that you open our minds that we can receive wonderful things out of your law. Und dass du unseren Verstand öffnen magst und dass wir die wunderbaren Sachen aus deinem Wort empfangen dürfen. And we ask and pray in Jesus' name. Und wir bitten und beten in Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, so happy Sabbath once more. So ein weiteres Mal gesegneten Sabbat. And you'll find the notes in the live stream group. Und in der Livestream-Gruppe gibt es Notizen in Englisch und Deutsch. And as you know, there are many theories out there in the world. Und so wie ihr wisst, es gibt viele verschiedene Theorien in der Welt da draußen. And there are many ideas and half-truths. Und es gibt viele Ideen und Halbwahrheiten. But Jesus said, sanctify them by your word. Your word is truth, right? Or sanctify them through the truth. Your word is truth. Aber Jesus sagte, heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Okay, so, and when we maybe turn to Revelation 17. Wenn wir uns in unseren Bibeln zur Offenbarung 17 aufschlagen. There we can basically read about this great whore that sitteth upon many waters, right? So hier können wir lesen über diese große Hure, Hure, die über vielen Wassern sitzt. And also, she also rides this beast. Und sie reitet diesen Tier. But it says here about this whore, this woman. Aber es sagt hier über diesen Hure, diese Frau. In Vers 5. And upon her forehead was a name written, Mystery Babylon the Great, the mother of harlots and abominations of the earth. So it says it, Babylon is a mystery, right? Sagt hier, dass Babylon eine Geheimnis ist. And the only one who is able to make us understand this mystery is God himself. Und der einzige, der imstande ist, dass er uns diese Geheimnis auftun kann, ist Gott selbst. Yeah, so whoever is like, for instance, studying these conspiracy theories, and all these things. Right? So, wer auch immer diese Verschwörungstheorien nachfolgen studieren. And who is really honestly seeking the truth, he will eventually end up studying the Bible. Right? Und der ernsthaft die Wahrheit sucht, er wird letztendlich dazu kommen, dass er die Bibel studieren wird. And I know that many of us here in this room went along this path, right? Und ich weiß, dass viele von uns gerade in diesem Raum sind genau diesen Weg entlang gegangen. Okay, so praise God for this. Und okay. Gott sei gelobt dafür. So, and tonight I want to share with you
about the Holocaust. Okay. Und heute Abend möchte ich mitteilen über den Holocaust. Yes. Den Holocaust. Okay. So eventually we will realize that every major event is that took place in this world is somehow can be proven or disproven by God's word. Okay. So wir werden sehen, dass jeder Ereignis in dieser Welt kann entweder befürwortet oder als für nichtig befunden worden durch Gottes Wort. Yeah. Every major event. Yeah. Also jeder Hauptereignis. Thank you. So and we know the, for instance, the Holocaust, there are many million Jews died there. Und wir wissen, dass in der Holocaust viele Millionen von Juden sind da umgekommen. And we will see also now why this happened. Und wir werden sehen, warum dies geschehen ist. Okay. So because also about the Holocaust there are many theories out there, right? Denn über der Holocaust gibt es viele Theorien da draußen. And we will see why this basically happened and who was behind it. Okay. Aber wir werden sehen, warum das geschehen ist und wer dahinter gesteckt. Okay. So in order to understand this, let's go first to your notes. So, um dies zu verstehen, lass uns zuerst zu den Notizen gehen. Let's begin in Revelation 19. That will be a short recap of my last two classes that I did with you. In Offenbarung 19 anfangen, also wir fangen an mit einer kurzen Zusammenfassung über die letzten beiden Klassen, die ich mit euch gebracht habe. In the last two classes we looked at the Lord's Supper and the Great Supper of God, right, where the fowls of heaven come and devour the wicked. Und in den letzten zwei Klassen haben wir den der Abendmahl angeschaut und der Herrn große Mahl, wo diesen Vögel kommen und den Fleisch von Königen und so weiter essen. And we also then looked at the day of fire, right, where everything will be burnt up. Und wir haben auch diesen Tag von Feuer angeschaut, den Tag, wo alles verbrannt wird oder verzehrt wird. Okay, and I hope that you can remind or remember these things. Und ich hoffe, dass ihr diese Dinge erinnern könnt. Yeah, because then we can proceed and come eventually to our conclusion. Weil dann können wir schnell voranschreiten und zu unserer Schlussfolgerung ankommen. Okay. So let's go now to Revelation 19. So zur Offenbarung 19 in die Notizen. And let's begin in verse 11, and then we will jump down to verse 17 and 18. So, wir lesen zuerst Vers 11 und danach die Verse 17 18. Says, and I saw heaven opened, and behold, a white horse, and he that sat upon him was called faithful and true, and in righteousness he doth judge and make war. Okay, so here's what is described here in this verse. So, was wird hier in diesem Vers beschrieben? Christ's second coming. Right? Christus, sein zweites Kommen. And we understand, yes, and it's the execution of the judgment, right? Das ist das Ausführen des Gerichtes. Because it says here he comes to to make righteous judgment, right? In righteousness he doth judge and make war, it says. Sagt hier, in Gerechtigkeit errichtet und führt Krieg. So that's this white horse, and it's the executive judgment. Weiße Pferd, und das ist das Ausführen des Gerichtes. Okay, and then let's jump down to verse 17 and 18. So jetzt die Verse 17 und 18. And I saw an angel standing in the sun, and he cried with a loud voice, saying to all the fowls that fly in the midst of heaven, come and gather yourselves together unto the supper of the great God, that ye may eat the flesh of kings, and the flesh of captains, and the flesh of mighty men, and the flesh of horses, and of them that sit on them, in the flesh of all men, both free and bond, both small and great. Okay, so here now the fowls of heaven are invited for the supper of the great God. Right? So hier die Vögel des Himmels sind eingeladen für das großen Fest, also das Fest von dem großen Gott. So it's the supper of the great God. Okay. Can you remember that we did this? Konntet ihr daran erinnern, dass wir dies getan haben? Okay. And now let's go to Ezekiel 39, because we saw that
Revelation took this illustration from the book of Ezekiel. So, right? Jetzt gehen wir zu Hesekiel 39, denn wir haben gesehen, das Buch Offenbarung nahm diese Sprache oder diese Ausreden von das Alte Testament, von das Buch Hesekiel. Okay, so let's go to Ezekiel 39, verse 17 to 19. So, Hesekiel 39, die Verse 17 bis 19. It says, "And thou son of man, thus saith the Lord God, speak unto every feathered fowl, and to every beast of the field, assemble yourselves and come. Gather yourselves on every side to my sacrifice that I do sacrifice for you, even a great sacrifice upon the mountains of Israel, that ye may eat the flesh and drink the blood. Ye shall eat the flesh of the mighty and drink the blood of the princes of the earth, of rams, of lambs, and of goats, of bullocks, all of them fatlings of Bashan. And ye shall eat fat till ye be full and drink blood till ye be drunken of my sacrifice which I have sacrificed for you." Okay, so here we can see it's the same illustration, right? So hier können wir sehen, es ist derselbe Darstellung. But how is it termed here? Aber wie ist es hier zum Ausdruck gebracht? Yes, it's the Lord's sacrifice, right? Ist der Herrn sein Opfergabe. Okay, so the supper of the great God, where all the fowls and the beasts of heaven, all the fowls of heaven and the beasts of the earth are invited, is because the Lord has a sacrifice here. So das Mahl des großen Gott, wo alle Tiere des Feldes und den Vogel des Himmels so eingeladen ist, ist es, weil der Herr hier eine Opfergabe hat. Okay. Yes? Everybody Amen. Follows? Können wir folgen? Then now let's go to Jeremiah 46. So lass uns jetzt zu Jeremia 46 gehen. Let's read verses 1 to 2. Die ersten zwei Versen. Because there we will see this same expression of the Lord's sacrifice. Hier werden wir denselben Ausdruck von dem Herrn Opfer finden. Okay, so in verse 1 and 2 it says, "The word of the Lord which came to Jeremiah the prophet against the Gentiles, against Egypt, against the army of Pharaoh Necho, king of Egypt, which was by the river Euphrates in Carchemish, which Nebuchadnezzar, king of Babylon, smote in the fourth year of Jehoiakim, the son of Josiah, king of Judah." So who came here against whom? So wer kam gegen wem auf? Yes, Nebuchadnezzar against Pharaoh, right? Nebuchadnezzar gegen Pharaoh. So Nebuchadnezzar came and punished Egypt, right? Nebuchadnezzar kam und bestrafte Ägypten. Yes? Amen. Okay. So, and this is what chapter 46 speaks about, how Pharaoh gets punished by Nebuchadnezzar. Okay? Und darüber handelt Kapitel 46, wie Pharaoh von Nebuchadnezzar bestraft wird. Now let's jump down to verse 10. So, jetzt Vers 10. It says, "For this is the day of the Lord God of hosts, a day of vengeance, that he may avenge him of his adversaries. And the sword shall devour, and it shall be satiate, and made drunk with their blood. For the Lord God of hosts hath a sacrifice in the north country by the river Euphrates." Okay, so what does the Lord have? Was hat der Herr? A sacrifice. Ein Opfergabe. Right? In Ezekiel 39 we saw, what did the Lord have? In Ezekiel 39, was hat der Herr? A sacrifice, right? Ein Opfer. Which was also in Revelation 19, the supper of the great God. Das right? In Offenbarung 19 war das Mahl des großen Gottes. But here in Jeremiah 46, who's sacrificed? Aber hier in Jeremia 46, wer wird geopfert? Egypt. Egypt, right? Ägypten. So Egypt is this Lord's sacrifice. So okay. Ägypten ist diese Opfergabe des Herrn. Yes. Amen. Amen. Yes, everybody see this? Yes. Okay. All right. And it's also, it says it's the day of the Lord's vengeance, right? Und es sagt auch, dass es den Tag des Herrn Rache ist. Okay. It's the day of vengeance. Tag von Rache. Okay. The same language in Zephaniah. About the sacrifice? Yes. Yeah, he's prepared sacrifices. Yes. Okay, let's just turn there then. Also in Zephaniah hat es denselben Ausdruck, also dass der Herr eine Opfergabe bereitet hat. Und da wollen wir hin. In das Buch Zephaniah, which chapter? Chapter 1. Also Kapitel 1.
Zephaniah 1, verse 7 and 8. Zephaniah 1, Verse 7 und 8. It says, hold thy peace at the presence of the Lord God, for the day of the Lord is at hand. For the Lord hath prepared a sacrifice, he hath bid his guests. And it shall come to pass in the day of the Lord's sacrifice that I will punish the princes and the king's children and all such as are clothed with strange apparel. Okay, so when you come here to the Lord's sacrifice and you don't wear the wedding garment but strange apparel, also you will be punished. Kommst hier zum Herrn Mahl und du nicht den Hochzeitsgewand hast, sondern den falschen Kleidung an, dann wirst du bestraft. Remember we looked at this, that you have these two suppers here, right? So the marriage supper of the Lamb and this supper of the great God. So erinnert ihr euch, es gab diese zwei Festmahlen hier, also das Hochzeitsmahl des Lammes und dieses Herrn Mahl des großen Gottes. Yeah, so when you have the wedding garment on, you can enter the marriage supper. Wenn du den Hochzeitsgewand an hast, dann kannst du den Hochzeitsmahl zutreten. But if you don't have it on, but have strange apparel on the citizen garment. Aber wenn du den Hochzeitsgewand nicht an hast, sondern den Bürgergewand, then you will be partaking in this supper here. Dann wirst du hier an diesen Teil, also der Mahl des großen Gottes. But you yourself will not eat, but you will be eaten up. Okay. Aber du Vorsicht. Selbst wirst nicht essen, sondern du wirst gegessen werden. Also das ist eine Mahlzeit, zu dem du nicht eingeladen werden möchtest. Okay. So and in Jeremiah 46 we saw it's Egypt that is this Lord's sacrifice. Okay. In Jeremiah 46 haben wir gesehen, dass es Ägypten ist, der diesen Opfer des Herrn. In Egypt is an illustration for what? Und Ägypten ist eine Darstellung für was? Yes, the world. Die Welt. Okay. So the Lord, he's basically punishing the world, right? So der Herr, er bestraft die Welt. Because at Passover, who got punished? Denn bei Passa, wer ist es, der bestraft wurde? Egypt, right? Ägypten. So it just shows that this is basically the punishment or the they are the sacrifice for this supper here. Okay. Das zeigt, dass Ägypten sind den Opfer für diesen Mahl hier. Okay, so now let's go to Isaiah 34. So zurück zu den Notizen, wir gehen zu Jesaja 34. And let's begin in verse 1 and 2. Wir fangen in die Versen 1 und 2 vorerst an. It says, come near, ye nations. So, to whom is he speaking here? So, zu wem spricht der Herr hier? To Egypt, to the world. To the nations, right? Yes. To the Nation. Which is the world, yes, Egypt. Okay. Das ist die Welt, das ist auch Egypt. Come near, ye nations, to hear and hearken, ye people. Let the earth hear and all that is therein, the world and all things that come forth out of it. So it's a message to Egypt, to the world, to the nations. Eine Botschaft zu Ägypten, zu die Welt, zu die Nation. Verse 2. Vers 2. For the indignation of the Lord is upon a few nations. So. Yes, okay. Der Zorn des Herrn ist auf über alle Nationen. And his fury upon all their armies. He hath utterly destroyed them. He hath delivered them to the slaughter. Okay, so he will make a sacrifice of them. Er wird ein Opfer aus sie machen. Verse 6. Let's jump up to verse 6. There we can read it. It says, the sword of the Lord is filled with blood. It is made fat with fatness and with the blood of lambs and goats and the fat of the kidneys of rams. For the Lord hath a sacrifice in Bozrah and a great slaughter in the land of Idumea. Okay, so here we can see that the Lord has this sacrifice when he punishes all the nations. Right? Hier können wir sehen, der Herr hat diesen Opfer, wenn er alle Nationen bestraft. Okay, so it's again a punishment upon Egypt, right? Egypt is this sacrifice. Wieder ist es eine Bestrafung auf Ägypten. Ägypten ist dieser Opfer. And let's continue. Let's go to verse 8. Vers 8. It says, for it is the day of the Lord's vengeance.
Where did we read this? Wo haben wir dies gelesen? Tag des Herrn Rache. Yes, in Jeremiah 46, right? When Jeremiah Nebuchadnezzar 46. Came to punish Egypt. Jeremia 46, als Nebuchadnezzar kam, um Ägypten zu bestrafen. So it's the same punishment here. Derselbe Bestrafung. Yeah, so in Jeremiah 46, it spoke about Egypt being punished, and here it says the nations are punished, therefore it's the same thing, right? So Jeremia 46 sprach über Ägypten, der bestraft wird, und hier in Jesaja 34 spricht über die Nationen, die bestraft werden. The day of the Lord's vengeance. Ein und dasselbe, es ist der Tag des Herrn Rache. So, verse 8 again. Vers 8 wieder. For it is the day of the Lord's vengeance and the year of recompenses for the controversy of Zion. And the streams thereof shall be turned into pitch, and the dust thereof into brimstone, and the land thereof shall be become burning pitch. It shall not be quenched night nor day, the smoke thereof shall go up forever, forever. From generation to generation it shall lie waste, none shall pass through it forever and ever. So when the Lord now punishes here the nations, also wenn der and Herr makes a sacrifice out of them, wenn der Herr hier die Nationen bestraft und ein Opfer aus sie macht, how is he punishing them here? Wie bestraft er sie? According to verse 9 and 10. Gemäß Verse 9 und 10. Fire. Yes, with fire, okay. Also mit Feuer. Okay, so was there anywhere in the sanctuary service a sacrifice connected with fire? Also gab es ein Opfer in das Heiligtumsdienst in Verbindung mit Feuer? The burnt offering, also right? Das Brandopfer. So what kind of sacrifice is he making out of the nations therefore? So was für eine Opfergabe macht er aus den Nationen? Yes, a burnt offering. Ein okay. Brandopfer. So and a burnt offering was fully consumed, right? Und der Brandopfer soll vollständig verzehrt werden. And we also saw, after the 1,000 years, when the Lord executes the final executive judgment. Also wir haben auch gesehen, nach den 1,000 Jahren, wo der Herr das allerletzte vollkommene Ausführung des Gerichtes ausübt. What happens to Satan and all his armies? Was geschieht mit Satan und all sein Heer? Yes, right. Sie werden bis zur Asche verzehrt. So let's go to Malachi. Let's remind ourselves. Let's go to Malachi chapter 4. Lasst uns in unseren Bibeln zu Malachi Kapitel 4 gehen. And verse 1. Malachi 4 und Vers 1. Says, for behold, the day cometh that shall burn as an oven, and all the proud, yea, and all that do wickedly shall be stubble, and the day that cometh shall burn them up, saith the Lord of hosts, that it shall leave them neither root nor branch. Okay, so Satan will be, and his children will be burned up. So Satan und seinen Kindern wird hier verzehrt. Because when you jump down to verse 3, denn wenn du bis Vers 3 kommst, it says, and ye shall tread down the wicked, for they shall be ashes under the soles of your feet in the day that I shall do this, saith the Lord of hosts. Okay, so the wicked will be consumed down to ashes. So die Bösen werden bis zur Asche verzehrt werden. And this was the burnt sacrifice, right? Das war der Brandopfer. Because the burnt sacrifice was fully consumed to ashes. Der Brandopfer würde mit Feuer verzehrt bis zur Asche. Okay, so, all right. Who else? Because let's go back to Malachi chapter 3. Also Malachi 3. And let's read verse 1. Und Vers 1. It says, behold, I will send my messenger, and he shall prepare the way before me, and the Lord whom ye seek shall suddenly come to his temple. And the messenger of the covenant whom ye delight in, behold, he shall come, saith the Lord of hosts. So where do we mark verse 1 on our line? Wo markieren wir in Vers 1 auf unserer Linie? What does it illustrate? Was stellt es dar? Ja, oben auf die Türkei.
das Anfang vom Gericht. Yes, when the Lord suddenly comes to his temple, Sister White says, was on October 22nd, 1844. Also, wenn right? Der Herr plötzlich zu seinem Tempel kommt, White sagt, das war 22. Oktober 1844. For the opening of the investigative judgment. Zu das Eröffnen des Untersuchungsgerichts. Okay, so where would this be on our line? So auf unserer Linie, wo wird das sein? For us now. So für uns jetzt. Yes, it's here on the fifth day of the fourth month, right? This is here in der Untersuchung, fünften Tag des vierten Monats. So, here Christ comes to his temple. So hier kommt Christus zu seinem Tempel. To investigate you or to do what? What is a different term? Dich zu untersuchen oder was mit dir zu tun? Was ist ein anderer Ausdruck? Yes, to measure you, right? Um dich zu messen. Measuring the temple here, right? Er misst den Tempel hier. Okay, so, and this is the investigative part, but when you come here, this is then the executive part, right? Also dies ist das Untersuchungsteil des Gerichtes, aber wenn du hier ankommst, das ist das Ausführungsteil okay. des Gerichtes. So let's continue in Malachi 3. So Malachi 3. So in verse 1 he came suddenly to his temple and then in verse 2 the question is asked. So Vers 1 kam er plötzlich zu seinem Tempel und in Vers 2 die Frage wird gestellt. But who may abide the day of his coming and who shall stand when he appeareth? For he is like a refiner's fire and like a fuller's soap. And he shall sit as a refiner and purifier of silver and he shall purify the sons of Levi and purge them as gold and silver. That they may offer unto the Lord an offering in righteousness. Then shall the offering of Judah and Jerusalem be pleasant unto the Lord as in the days of old, as in former years. So what is the Lord doing in this time here? So was tut der Herr in dieser Zeit? Purging. Yes, he's purging you and purifying, right? Läutert und reinigt dich. In order to bring you to this point that you can do what? So, um dich zu diesem Punkt zu bringen, so dass du denn was tun kannst? Be a perfect sacrifice. Yes, right. So dass du eine perfekte Opfergabe werden kannst. Because it says here in verse 4, denn in Vers 4 sagt, after he purged and purified you, nachdem er reinigt und läutert dich, then shall the offering of Judah and Jerusalem be pleasant unto the Lord as in the days of old, as in former years. Okay? So this is now this perfect offering that you present need to present here. Right? Hier ist diese perfekte Opfergabe, die du den Herrn darbringen solltest. Because how were the all the offerings, how were they to be when they were presented in the before the priest? Denn wie sollte all den Opfergaben sein, wenn sie den Priestern dargebracht werden? Perfect. Yes, without blemish, right? Die sollten ohne Makel sein. So that's why he needs to do this work of cleansing here in order that we can be here without blemish. So deswegen muss diesen Werk von Reinigung vorher stattfinden, damit wir hier ankommen, wir sind ohne Makel, wir sind eben perfekt. Okay, and how do you obtain the latter rain? Und wie erhalten wir den Spätregen? Yes, okay. And what how do we what does it mean that we have received the former rain? So, was heißt es, dass wir den Frühregen erhalten? Or what is the result of really receiving the former rain? Was ist das Resultat, dass wir den Frühregen empfangen haben? A clean vessel ready for the yes. Du bist ein reines Gefäß, bereit für den Spätregen. What did you say? Also, du bist gereinigt von jeder Verunreinigung. Okay. So, yeah. And therefore, you know this offering without blemish. Okay. Und jetzt bist du diesen Opfer ohne Makel. Okay. And who else, which Bible character brought this perfect offering here? Und welches Bibelgestalt hat diesen perfekten Opfer hier gebracht? A few, but yes, Abraham and Isaac, right? So Abraham und Isaac. Okay, so let's go to the story of Abraham. So lasst uns zu dieser Geschichte von Abraham gehen. Ooh. Brought this perfect offering. Der diese perfekte Opfergabe darbrachte. And let's read now Genesis 22. It's in your notes. Also das sind die Notizen. Gehen wir ein bisschen hinab. Das ist erste Buch Mose 22. Beginnen Vers 1. Let's read verse 3. Und wir fangen in Vers 3 an. It says, and Abram rose up early in the morning and saddled his ass and took two of his young men with him and Isaac his son and clave the wood for the burnt offering. And rose up and went unto the place of which God had told him.
So what kind of offering was he to offer? So was für eine Opfergabe sollte er darbringen? A burnt offering. Ein Brandopfer. Okay. So and we saw this offering of the nations that the Lord will offer up will be a burnt offering. Und wir haben gesehen, dass diese Opfer der Nationen, die der Herr darbringen würde, soll auch ein Brandopfer sein. Okay, now jump down to verse 13. Jetzt kommen wir bis Vers 13 hinab. It says, and Abram lifted up his eyes and looked, and behold, behind him a ram caught in a thicket by his horns. And Abram went and took the ram and offered him up for a burnt offering in the stead of his son. Okay, so who got offered up as a burnt offering here? So, wer ist hier als Brandopfer dargebracht worden? The ram, right? Also diesen Widder. And the ram is illustrating what? Und diese Widder stellt was dar? How many horns does the ram have? Wie viele Hörner hat den Widder? Two horns. Zwei. Like a ram, right? Die ein Widder. And who is this two-horn beast in the Bible? Und in der Bibel, wer ist diese zweihörnige Macht? USA. The USA, das ist right? Der USA. But we understand at the end of the world, the USA is what kind of kingdom? Aber wir verstehen am Ende der Welt, der USA ist was für ein Königreich? Yes, it's an empire, right? Es ist ein Kaiserreich. So it's basically the whole world, right? In dem Sinne ist es der gesamte Welt. Yes. Yes. Yeah. Cyrus was Imperium. Said, the Lord God gave me all the kingdoms of the earth. So right? Kyros hat gesagt, der Herr hat mir alle Nationen der Erde gegeben. Okay, so basically, Abram, when he offered up this ram, is an illustration of this Lord's sacrifice when he offers up these nations as a burnt offering. So okay. Abraham, wenn er diesen Widder aufopfert, ist eine Darstellung von dem Herrn, der all diese Nationen aufopfert. Because it says here, let's read this again in the boldface. Der fettgedruckte Vers 13. Says Abraham went and took the ram and offered him up for a burnt offering. So it's a burnt offering. Okay. Ein Brandopfer. In the stead of his son. An seine Sohnstelle. Okay, so instead of God's people to be burnt up, yeah, it's now the ram. So anstatt dass Gottes Volk aufgeopfert werden sollten, ist diesen Widder. Okay, let's go now to Isaiah 43. So jetzt in den Notizen weiter, Jesaja 43. Let's go to beginning in verse 1. Und wir fangen in Vers 1 an. It says, but now thus saith the Lord that created thee, O Jacob, and he that formed thee, O Israel, fear not, for I have redeemed thee, I have called thee by thy name, thou art mine. So in verse 1, what did the Lord do with Jacob? So in Vers 1, was tat der Herr mit Jakob? He created him and he formed him, right? Also er hat ihn kreiert und geformt. Where are you created and formed? Wo wirst du kreiert und geformt gemäß der Bibel? In the womb, right? In the belly. Im Mutterleib. And we understand that's this period or especially here and then you come out of the belly, right? Also wir verstehen, dass es diese Zeit hier, also besonders hier und hier kommst du aus dem Bauch heraus. Okay, and then verse 2. Vers 2. When thou passest through the waters, I will be with thee, and through the rivers they shall not overflow thee. When thou walkest through the fire, thou shalt not be burnt, neither shall the flame kindle upon thee. So it speaks now about crossing the Red Sea and being in this time of fire, right? Spricht über das Überqueren des Roten Meeres in dieser Zeit vom Feuer. Okay, and we understand this is also in this time. Right? Wir verstehen, dass das auch in dieser Zeit ist. Okay, in verse 3. Vers 3. For I am the Lord thy God, the Holy One of Israel, thy Savior. I gave Egypt for thy ransom, Ethiopia and Seba for thee. Since thou wast precious in my sight, thou hast been honorable, and I have loved thee. Therefore will I give man for thee, and people for thy life. Okay, so what did the Lord do here? So was tat der Herr hier? An offering for you. Yes. He made a swap, right? So er hat einen Tausch gemacht. He didn't destroy his own people. Hat seine eigenen Volk nicht zerstört. But he found a ransom. Aber right? Er hat eine Söhne gefunden. Yeah.
Ein Sühnopfer, oder? Sühnopfer. Ja. And who was this ransom here? Und wer war diesen Sühnopfer hier? Yeah. The dragon. Yeah, the ram, right? So, Ägypten, also der Drache, es war der Widder. Yeah. So instead of Isaac, now the ram was offered up. So anstatt von Isaac, also der Widder wurde aufgeopfert. Okay, and we saw the Lord's sacrifice is this is Egypt, right? Und hier haben wir bereits gesehen, der Herr sein Opfer ist Ägypten. Yes. It's interesting that the Satanists use the ram as a symbol for Satan. Das ist interessant, yes. Dass der Widder ist wohl ein Symbol, die Satan für sich benutzt. Yes. That's true. Okay, so here Egypt is therefore your ransom. Okay. So hier, also Ägypten ist denn deine Sühneopfer. Okay. It's a burnt offering. Es ist ein Brandopfer. Okay. So the Lord he gives this burnt offering in order to save you, okay? So der Herr gibt diese Brandopfer, um dich zu retten. Okay. So, and we understand, for instance, when they crossed the Red Sea, the Lord punished then the Egyptians. Right? Wir verstehen, dass wenn Gottes Volk über das Rote Meer ging, dann der Herr bestrafte die Ägypter. So in this sense, this was another illustration of this. So in diesem Sinne war das eine weitere Darstellung von dies hier. Okay. So, we must understand one thing. Und eines müssen wir verstehen. Yeah, Satan copies everything, right? So Satan macht alles nach. Yeah. And he thinks he's in control of all things. Er glaubt, dass er in Kontrolle von alles ist. Okay. And who is the one that punishes all the disobedient at the end of the world? Und wer ist es, der alle Ungehorsam am Ende der Welt bestraft? What I mean with this is before Jesus comes. Und was ich damit meine, ist noch bevor Jesus zurückkommt. Satan. Right? Yes, Satan brings the seven last plagues, right? Satan bringt die sieben letzten Plagen. Okay, and for instance, who destroyed Jerusalem? Zum Beispiel, wer hat Jerusalem zerstört? Satan, right? Satan. Okay, and why did he destroy Jerusalem? Warum zerstörte er Jerusalem? They rejected Christ. Yes, because they rejected Christ, right? They crucified Christus. Christ. Abgelehnt okay. Haben, die haben so, gekreuzigt. Let's go now here to this next quote. So jetzt hier in den Notizen zu diesem nächsten Zitat. You can jump over the next Bible verses and just go to the next quote. So über Matthäus und Markus springen wir über den nächstkommenden Zitat. From Great Controversy. Von großem Kampf. And it speaks about how Satan destroyed Jerusalem. Okay. Und er spricht über wie Satan Jerusalem zerstörte. It says, let's just read the boldface. Lass uns nur das Fettgedruckte lesen. Their sufferings are often represented as a punishment visited upon them by the direct decree of God. It is thus that the great deceiver seeks to conceal his own work. By stubborn rejection of divine love and mercy, the Jews had caused the protection of God to be withdrawn from them, and Satan was permitted to rule them according to his will. The horrible cruelties enacted in the destruction of Jerusalem are a demonstration of Satan's vindictive power over those who yield to his control. Okay? So, therefore, it was Satan's vindictive power that destroyed the Jews back then. So, right? Es war Satans vindictive. Rächende. Satans rächende Macht, die die Juden damals zerstörten. So, because they totally separated themselves from the Lord, he couldn't protect them any longer, and now Satan could do with them what he wanted to. So, right? Weil sie sich vollständig von dem Herrn getrennt hatte, der Herr konnte sie nicht mehr schützen und Satan hat freie Bahn, das zu tun, was er wollte. Okay, and Satan is the destroyer, und right? Satan, der ist der Zerstörer. Okay, so now jump over and let's go to the very last quote. So, lasst uns überspringen und gehen zum allerletzten Zitat, den Notizen. And this is this controversial quote, okay? Hier ist dieses kontroversiales Zitat. Okay, it's about the scapegoat. Über den Sündenbock. It says, some apply the solemn type, the scapegoat, to Satan. This is not correct. He cannot bear his own sins. At the choosing of Barabbas, Pilate washed his hands. He cannot be represented as the scapegoat. The awful cry uttered with a hasty, awful recklessness by the Satan-inspired multitude, swelling louder and louder, reaches up to the throne of God.
His blood be upon us and upon our children. So the Jews said, let his blood be upon us. So die Juden sagten, lasst sein Blut über uns kommen. Christ was the scapegoat, which the type represents. He alone can be represented by the goat born into wilderness. He alone, over whom death had not power, was able to bear our sins. Behold, in the destruction of Jerusalem, the doom which the Jewish nation pronounced upon themselves in the words, his blood be upon us and upon our children. So, what was the consequence of their choice in saying that let his blood be upon us and our children? So, was war der Folge von deren Entscheidung, dass das Blut auf sie und deren Kindern kommen soll? Yes, the destruction of Jerusalem, right? Die Zerstörung Jerusalems. And the destruction of Jerusalem was done by Satan, right? Und die Zerstörung Jerusalems wurde durch Satan ausgeführt. Okay, so it says, she goes on to say, und es sagt weiter, their prayer was heard. The blood of the Son of God was upon their children and upon the children's children in a living perpetual curse. The children of Israel who chose Barabbas in the place of Christ will feel the cruelty of Barabbas as long as time shall last. How was a national sin and a nation's ruin due to the religious rulers? Okay, so basically it says it, right, upon this nation there's a perpetual curse because they crucified Jesus. So es sagt es hier, über diese Nation ist eine anhaltende Fluch, weil sie Christus gekreuzigt haben. And the destruction of Jerusalem was a direct result of their false choice of choosing Barabbas over Jesus. Und die Zerstörung Jerusalems war ein direktes Resultat von deren falschen Entscheidung, dass die Barabbas über Christus gewählt haben. Because they chose Satan over Christ, right? Sie haben Satan über Christus gewählt. And what did it say? The blood came upon them, their own heads, right? Was sagte es? Das Blut kam auf ihrem eigenen Köpfen. Yeah, and it's connected with the scapegoat, und right? Dies ist in Zusammenhang mit der Sündenbock. And what do we understand about the scapegoat? Was verstehen wir über den Sündenbock? The scapegoat gets the sins placed upon his head at also the end, der right? Sündenbock am Ende bekommt die Sünden auf seinem Haupt gelegt. So we understand here at the waymark, which is in principle the waymark of the midnight cry. So hier diesen Wegmark, im Prinzip ist das Wegmark des Mitternachtsrufs. We understand here or then at the midnight cry perfectly, right? So wir verstehen das hier oder am Mitternachtsruf perfekt. Yeah, what does Satan do with was you if you're faithful? Mit den Treuen? Yes, he puts you on the cross and makes you the scapegoat, right? Er tut dich auf dem Kreuz und macht dich zum Sündenbock. So, but at the end, the true scapegoat gets the sins back on his head, right? Aber am Ende der wahre Sündenbock erhält den Sünden auf seinem eigenen Haupt zurück. So the same would be here. Right? So dasselbe wäre denn hier. So and the sins being put back on your head is represented by the destruction of Jerusalem. Und right? Die Sünden auf dem Kopf zurückkommen ist dargestellt durch die Zerstörung Jerusalems. Okay. So destruction of Jerusalem. And how was Jerusalem destroyed? Und wie wurde Jerusalem zerstört? Yes, by fire. Mit right? Feuer. It was a burnt offering. Es war ein Brandopfer. But who made this burnt offering? Was it the Lord himself? Aber wer hat diesen Brandopfer gemacht? War es der Herr selbst? No, it was Satan, right? Es war Satan. Okay, so Satan, he now punished all those who fully became his own children. Right? So Satan bestrafte all diejenigen, die vollständig seine Kinder geworden sind. All those that crucified and rejected Christ. All diejenigen, die Christus kreuzigt und abgelehnt haben. So, even though the Lord says it's my burnt sacrifice, we must understand it's Satan who does it. Okay? So, selbst wo der Herr sagt, es ist mein Brandopfer, ist es Satan, der es ausführt. Okay, and now let's go up a little bit. So in den Notizen, lasst uns ein bisschen wieder hinaufkommen. And let's go now directly under the quote of GC that we just read. So, und wir gehen direkt unter den Zitat von Großen Kampf, die wir gelesen haben. And I want to show you now,
how the Jesuits were behind the Holocaust. Okay? Ich möchte zeigen, wie die Jesuiten hinter den Holocaust standen. They were the ones that burned up the Jews. Die waren diejenigen, die die Juden verbrannt haben. Obviously using Hitler in his army. Okay. Natürlich haben sie Hitler und sein Heer dafür gebraucht. Okay, so let's look at this, because the Jesuits, they have this Catholic Bible, okay? Lass uns dies anschauen, denn die Jesuiten, die benutzen diesen katholischen Bibel. Because when the Protestants translated the Bible into the language of the people, denn wenn die Protestanten die Bibel in das Volkssprache übersetzt haben, then the Jesuits they realized, oh, we also need to translate now the Bible into the common language of the people. Okay. So die Jesuiten haben auch bemerkt, also wir müssen auch unsere Übersetzung für das Allgemeinvolk haben. Because before that they always had it only in Latin. Denn davor war es nur in Latein. Okay. So and the Bible that they now produced is called the Douay Rheims Bible. So, okay. Der Bibel, die die haben, heißt der Douay Rheims Bibel. Okay, let's just read here this quote. So wir lesen diesen Zitat hier. It says here, the Douay Rheims Bible was translated from St. Jerome's Latin Vulgate by exiled English Catholic Jesuit priests in France in the late 1500s and into the early 1600s. Okay, so it was Jesuit priests who translated this Bible. So es waren Jesuiten Priestern, die diesen Bibel übersetzten. And when you read in this Bible, there are many evil, wicked things in this Bible. Okay. Wenn du diesen Bibel liest, es gibt viele wirklich böse Sachen. Yeah, they switched some keywords at some key places in the Bible to support their own false doctrine. Okay. Also sie haben Schlüsselwörter an Schlüsselstellen in der Bibel verdreht oder verändert, um deren falschen Lehren hochzuhalten. For instance, in the book of James it says, confess your faults one to another, that you can be healed. Buch Jakobus, es sagt, bekennet euren Fehlhaftigkeiten einander, damit ihr geheilt werden könnt. And they translated basically, confess your sins one to another, that you can be healed. Okay. Sie übersetzen es, bekennet einander euer Sünden, damit ihr geheilt werden könnt. That they could now use it to basically establish their Beichte, how you would call it? Confession. This confession to a priest, right? So, die haben das genutzt, so dass sie ihrem falschen Lehre, also dieses Sündenbekenntnis für einen Priester, hochzuhalten. Okay, anyways. But when you come now in their Bible and go to Leviticus chapter 1. Also in deren Bibel, wenn wir jetzt hinunterkommen und wir gehen zum dritten Buch Mose, Kapitel 1. And Leviticus chapter 1 speaks about the burnt offering, okay? Dritte Buch Mose 1 spricht über der Brandopfer. Okay, so let's see what they write about the burnt offering. So, okay. Lasst uns schauen, was sie über den Brandopfer schreiben. Let's begin in verse 1. Wir fangen im Vers 1 an. This is, you know, taken from the Douay Rheims Bible here. Und das hier ist von diesen katholischen Bibel entnommen. Okay, die Douay Rheims Bibel. And the Lord called Moses and spoke to him from the tabernacle of the testimony, saying, speak to the children of Israel, and thou shalt say to them, the man among you that shall offer to the Lord a sacrifice of the cattle, that is offering victims of oxen and sheep, if his offering be a holocaust, and of the herd, he shall offer a male without blemish at the door of the testimony to make the Lord favorable to him. Okay, so bis Vers 3. How did they translate burnt offering? So wie haben sie Brandopfer übersetzt? Holocaust. Okay. Holocaust. And also, when you jump down to verse 9. Und wenn wir bis Vers 9 hinunterkommen. It says, the entrails and feet being washed with water, and the priest shall burn them up upon the altar for a holocaust and a sweet savor to the Lord. Okay. So, basically, I mean, it's a Greek word, holocaust, if I understand it correctly. Yeah. So, das ist ein griechisches Wort, wenn ich das recht verstehe, also and dieses Wort holocaust. Or it's derived at least from the Greek word. Oder zumindest es stammt von griechischem Wort. And it's basically has the connotation of fully being burned up to be fully consumed. Okay. Und das hat die Bedeutung, also vollständig verzehrt. Yeah. But das ist richtig. Yes. And basically, it's Satan, we understand, Satan was the one
who punished his own children, right? Und wir verstehen, dass Satan war derjenige, der seine eigenen Kinder bestrafte. Yeah. And he burnt them up with fire in the destruction of Jerusalem. Und er verzehrte sie mit Feuer in der Zerstörung Jerusalems. Yeah. And it was because they rejected Christ. Und das okay. war wegen ihrer Ablehnung Christi. But we saw also that this curse was not only ending there, but it was a perpetual curse for as long as time lasts upon this nation. Right? Aber wir haben gesehen, dass dieser Fluch über die Juden es hörte mit den Zerstörung Jerusalems nicht auf, sondern es war ein andauernder Fluch, solange dass es Leben auf Erde gibt. So, in Satan, he again used the Jesuits to now make this burnt offering, this Holocaust, right? Of the Jews. Und Satan hier hat der Jesuiten benutzt, um wieder diesen Holocaust, also diesen Brandopfer aus den Juden zu machen. Yeah, because the Jesuits are his direct agents, right? Weil die Jesuiten sind seine direkten Agenten. Okay. And what does it typify in our time? What does the Second World War typify? Und die Zweite Weltkrieg, was schattet das in unserer Zeit voraus? Destruction of all those that reject Christ. Yeah, we understand this. Yeah, we have the First World War here and the Second World War here. Right? Also, wir verstehen den Ersten Weltkrieg hier drin, der Zweite Weltkrieg hier drin. Yeah, and those here who again make this choice of Barabbas. Also diejenigen hier, die wieder diesen Wahl von Barabbas machen. They will become a Holocaust right here. Sie okay? werden hier am Ende ein Holocaust werden. Yeah, Satan will burn you up. Satan okay. wird dich verzehren mit Feuer. Yeah, because you fully separated yourself from the Lord and there's no protection anymore and the destroyer will burn you up. Weil du dich okay. vollständig vom Herrn getrennt hast, es gibt keinen Schutz für dich mehr und der Zerstörer wird dich mit Feuer Who verzehren. Brought down the Twin Towers? Wer hat die Zwillingstürme runtergebracht? Was Satan, okay? Es war Satan. Because who's the one that destroys the cities? Denn wer ist es, der die Städte zerstört? Yeah, let's go to Isaiah 14. Lasst okay. uns in unseren Bibeln zu Jesaja 14 gehen. Jesaja 14. Let's read verse 12 and then verse 17. Vers 12 und dann Vers 17. It says, How art thou fallen from heaven, O Lucifer? So it speaks about Satan. Spricht über Satan. Son of the morning, how art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations? Verse 17. Vers 17. That made the world as a wilderness and destroyed the cities thereof, that opened not the house of his prisoners. Okay, Satan is the one that destroyed Jerusalem, right? Satan ist derjenige, der Jerusalem zerstört. And what does the destruction of Jerusalem typify in our time? Was schattet die Zerstörung Jerusalems in unserer Zeit voraus? Destruction of the cities. Zerstörung right? der Städte. And he destroyed it with fire. Und er hat es mit Feuer zerstört. And what happened to the Twin Towers? Was okay. geschah mit den Zwillingstürmen? Yeah, they burned. Okay. Sie haben verbrannt. So, and this is what we need to understand, brothers and sisters. Und okay? dies ist es, was wir verstehen müssen. The Lord permitted this literal Holocaust to take place. How terrible and horrible it was. Okay. Der Herr erlaubte diese tatsächliche Holocaust stattzufinden, so schrecklich wie es auch war. And Satan, he's the one who brings this Holocaust about. Okay. Und Satan, der ist derjenige, der diesen Holocaust herbeibrachte. He's the one who used his direct agents, the Jesuits, yeah, to burn up these Jews. Er ist derjenige, der seinem direkten Agenten, diese Jesuiten, benutzt hatte, um den Juden zu verbrennen. But the Lord, yeah, he permitted it because they chose Satan and therefore they were to feel the wrath of Barabbas for all the day until the end of the world. Right? Aber der Herr hat es erlaubt, weil sie haben Barabbas gewählt und die sollten die Folge deren Wahl bis zu Ende der Welt spüren. It came upon them and the blood came upon them and upon their children. Also das Blut right? kam über chose. Sie und aber auch über ihren Kindern. Das ist, was sie gewählt haben. But the Lord also yeah, allowed it that it now becomes a type for us when the Sunday law comes. Aber der Herr erlaubte dies, dass dies so ein Typus für uns hier am Ende der Welt wird in der Sonntagsgesetzkrise. When we also have to make a choice between Christ and Barabbas. So wo wir auch eine Wahl treffen müssen zwischen Christus und Barabbas. And then
Depending on what choice we made, if we also choose Barabbas, the Holocaust will wait upon us. Und je nachdem, welche Wahl wir treffen, wenn wir Barabbas aufwählen, dann der Holocaust erwartet uns. In some sense, in gewissem Sinne, it will also be illustrated here in our mini fractal, in our choices we now make in this time here. Das wird auch in gewissem Sinne in unserem mini fraktal hier drin gewählt, also den Wahlen, die wir hier treffen, die sich hier ausspielen. And somehow it will also be, obviously in a smaller measure, be then illustrated with those that Satan gets permission to destroy here. Und auch hier unter uns in einem geringeren Maß, es wird gezeigt werden, mit diejenigen, die Satan erlaubt wird zu zerstören. Therefore, brothers and sisters, these things are very serious. So, deswegen, liebe Geschwister, diese Dinge sind sehr ernst. But and we can also see what actually did take place behind the scenes back then in the Second World War. Wir können auch sehen, was hinter die Kulissen in der Zweiten Weltkrieg damals stattfand. But we also can see what Satan plans to do with each one of us if we allow to ourselves to be deceived and to choose Barabbas over Christ. Aber wir können auch sehen, was Satan vorhat, mit jeder einzelnen von uns zu tun, wenn wir uns verführen lassen, indem dass wir Barabbas über Christus wählen. Amen. Amen. Okay, I hope that these things sink in and that we think about these things. So, meine Hoffnung ist es, dass diese Dinge einen Eindruck hinterlassen und dass wir zutiefst darüber nachsinnen. And that we are not part of this supper where we will be eaten by the fowls of the heaven, but rather be part of the marriage supper of the Lamb and enjoy the wonderful riches of God's kingdom. Und meine Hoffnung ist, dass wir nicht Teil dieses Mahl ist und dass wir gefressen werden von der Vogel des Himmels, sondern dass wir ein Teil von der, also nicht diese, sondern wir ein Teil des Abendmahl des Herrn sein werden. Und dass wir genießen den Segen des Himmels. The wonderful riches of his kingdom. Also der wunderbare Reichtümer seines Königreichs. And may we therefore use the time, especially on the Sabbath day, to draw closer to the Lord. Deswegen sollten wir die Zeit nutzen, besonders am Sabbattag dem Herrn zu nähern. Amen. Amen. Mm-hmm. Oh, yeah. I wanted to say, these two which were chosen in the prison, the one was invited for the supper of the fowls and the other one was... Yes. Also die zwei, die, King's supper. Amen. Die zwei, die im Gefängnis waren mit Josef, also der Mundschenk und der Bäcker. Also der Bäcker ist zum Mahl mit den Vögeln eingeladen und der Mundschenk zum Mahl mit dem König eingeladen. Was the Pharaoh's birthday, right? Das war Pharaos Geburtstag. Yes. Amen. Exactly. Okay. Any other questions left? Hat jemand Fragen oder thoughts? Otherwise, oder Gedanken? We can close with our prayer round. Ansonsten schließen wir jetzt mit unserer Gebetsrunde ab.